Das Regio-TV Plus sportlich unterwegs. Wir sind in Therwil. Francesco, was passiert hier um uns herum? Wir sind hier bei Nazi trainiert Nordwestschweiz. Das ist ein Programm, das animieren soll für die Euro, die im November ist, von den Damen hier im Jockeli. Und ja, wir machen hier ein Fördertraining für unseren Nachwuchs. Wer macht genau das Fördertraining? Wir haben hohe Prominenz geholt. Jawohl, wir haben die Spielmacherin von der Nazi dort, Kerstin Kündig, die extra von Deutschland angereist ist. Die hat gestern oben noch im Osten von Deutschland noch ein Europacup-Spiel gemacht. Also, toller Einsatz. Kerstin, was für eine Freude. Schön bist du da. Freude aber vor allem für die Kids. Jetzt, wie ist das für dich? Mehr eine Verpflichtung oder eine Aufgabe? Nein, also es ist sicher keine Verpflichtung, weil ich glaube, ich bin selber auch so ein kleiner Knopf gewesen, Handball begeistert, und ich habe selber auch in Trainingslager dürfen mal einen Nazi-Spieler, mal eine Nazi-Spielerin haben im Training, und das sind mega lässige Erlebnisse gewesen für mich als Kind, und ich glaube, darum finde ich es auch mehr richtig, dass ich jetzt da bin und diesen begeisterten Kindern heute irgendwelche Tipps auf den Weg geben kann. Nicht nur Tipps, da haben auch ganz viele verschiedene Trainingseinheiten. Was denkst du, wie viel bleibt denn da hängen? Das hilft dir schon ein bisschen, wenn du, das ist mega sympathisch, die schauen dich alle an und folgen natürlich. Ja, ich glaube, das eine ist, dass ich vielleicht dem einen oder dem anderen kann einen kleinen Tipp geben, wirklich handballerisch. Das andere ist aber mehr auch, dass man vielleicht eine Vorbildsfunktion kann überkommen oder sein dann für ein junges Mädchen oder einen jungen Bub, der vielleicht meinen Weg dann wird verfolgen, an ein EM-Spiel wird kommen, wird merken, hey, das ist lässig, was sie macht. Und ich glaube, so kann man sehr, sehr viel auf den Weg geben. Dann die wir doch noch schnell alle zusammen einladen. Die EM steht vorne dran. Wenn wir alle wo ankommen. Ja, ich hoffe, dass ganz, ganz, ganz viele Schweizer Fans in die Halle arbeiten, in Basel im nächsten Dezember. Es ist jetzt noch nicht mehr ganz ein Jahr, aber wir sind uns fleissig am Vorbereiten und wir freuen uns natürlich extrem auf das Heim-Event. Und die Jugendarbeit vom HSG Leimedal ist natürlich mit diesem grandiosen Tag nicht abgeschlossen. Tom, es geht bei euch notlos weiter. Notlos ist genau das richtige Wort. Dani, ihr kommt zum richtigen Zeitpunkt. Heute, am 4. Februar, startet das Anmeldeprozedere auf unserer Webseite für das Trainingscamp in Willisau, wo jeweils in der letzten Schulferienwoche stattfindet. Und ja, die ersten Kinder, die sich anmelden, sind dabei. Also auf die Webseite und sofort anmelden.